Moin und herzlich willkommen beim Makler und Vermittler Podcast. Hier bekommst du aus der Praxis für die Praxis hochwertiges Know-how von Kollegen und Dienstleistern aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Du erfährst alles über die neuesten Trends auf dem Weg ins digitale Büro, bekommst regelmäßig vertriebliche Impulse und bleibst über die rechtlichen Rahmenbedingungen deines Alltags informiert. Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, liebe Zuhörer, es ist wieder mal soweit, Makler- und Vermittler-Podcast. Und heute ist es nicht nur speziell für Makler und Vermittler interessant, sondern wahrscheinlich für jeden Unternehmer, der in irgendeiner Form mit Kundendaten zu tun hat und diese verarbeiten möchte. Und dazu habe ich mir einen Berater für Datenschutz eingeladen, und zwar den Professor Ulf Glende. Er ist Informatiker und eben Berater für Datenschutz. Er lehrt den technischen Datenschutz an der Hochschule in Wismar. Und heute hat er sich dann kurz Zeit genommen, uns ein paar Fragen zu beantworten. Herr Glende, ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Tag, Herr Jasper. Ja. Dann wollen wir auch direkt einsteigen und gar nicht lange Zeit vertrödeln. Am 25.05. diesen Jahres tritt die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Das sage ich jetzt so, stimmt aber, glaube ich, nicht ganz, denn in Kraft ist sie ja schon. Nur, wenn ich das richtig verstanden habe, wird sie ab dem 25. Mai dann auch vollstreckt, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Ist das so? Ja, das ist gut. Ja, das ist korrekt. Die ist eigentlich schon seit 2016 in Kraft und sozusagen vollziehbares Recht jetzt am 25.05.2018. Das heißt, die gilt europaweit über deutschem Recht. Das heißt, wir haben eine gesetzliche Grundlage, die sozusagen über dem deutschen Recht gilt, wobei das nicht nur der einzige Part ist, sondern im Deutschen gilt natürlich das BDSG 9. Das heißt, wir haben zwei Gesetze für den Datenschutz, für den nicht öffentlichen Bereich, also für die Unternehmer, für die Makler in diesem Bereich. Also die Datenschutzgrundverordnung alleine würde wahrscheinlich gar nicht ausreichen, sich damit zu beschäftigen, sondern wir haben noch das zweite Gesetz, nämlich das BDSG 9 in diesem Bereich. Mhm. Ja, okay. Das heißt ja auch, also dieses Thema Datenschutzgrundverordnung, das kocht ja also wirklich enorm hoch aktuell. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wahrscheinlich die Masse der Themen auch in der Vergangenheit schon gültig war, jetzt nur halt verschärft wird durch diese Datenschutzgrundverordnung, oder? Ja, genau, das ist das Thema. Eigentlich gilt jetzt schon das Bundesdatenschutzgesetz und dieses würde natürlich auch jetzt greifen und viele Unternehmen, Makler, in welchem Bereich auch immer, müssten sich eigentlich darum schon kümmern. Oder hätten sich darum kümmern müssen. Das heißt, sie verstoßen eigentlich gegen geltendes Recht. Das, was die Datenschutzgrundverordnung zurzeit einfach so spannend macht, ist aber natürlich der hohe Bußgeldrahmen, der im Moment aufgeploppt ist. Deswegen sind ja viele, viele Unternehmen jetzt damit beschäftigt, sich erstmal das erste Mal richtig um den Datenschutz zu kümmern. Nicht, dass sie es falsch machen, aber dass sie sich überlegen, wie baue ich das am besten auf. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die erste Frage, die sich auch mir persönlich stellt. Natürlich habe ich in der Vergangenheit Datenschutzvereinbarungen mit meinen Kunden unterzeichnet. Bin ich jetzt gezwungen, die alle spätestens zum 25. Mai neu zu unterschreiben? Beziehungsweise, wenn ich das nicht tue, darf ich dann irgendwelche Dinge nicht mehr tun, bis ich das gemacht habe? Wie ist da die Lage? Ja, die Lage ist, wenn Sie etwas Unterschriebenes haben, wenn man sagt, die alten Einwilligungen gelten hinfort, soweit sie den Anforderungen der neuen Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Und das ist, so haben die Landesdatenschutzbehörden das formuliert. Das heißt also, wenn Sie eine Einwilligung haben, dann sind Sie erstmal auf einem guten Wege. Ob sie jetzt wirklich den allen Anforderungen, sozusagen den neuen Anforderungen entspricht, das würde man abprüfen. Wichtig wäre überhaupt, dass wir erstmal eine Einwilligung hätten, die dokumentiert hätten und wir uns darauf berufen könnten. Dann würden wir erstmal sagen, Alteinwilligungen gelten hinfort. Ja, okay. Aber in der Antwort, die Sie gerade geliefert haben, ist ja auch schon so ein bisschen die Botschaft drin, dass man nicht drumherum kommt, mit jedem Kunden das dann irgendwann mal neu zu machen. Ne? Ja, sicherlich. Ja, okay. Dann ist es ja so, dass, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Vergangenheit auch schon so war, aber ich habe es jetzt im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung gelesen, dass der Kunde, also derjenige, der uns die Daten zur Verfügung stellt, jederzeit das Recht hat, eine Auskunft darüber zu bekommen, welche Daten ich von ihm habe, was passiert mit den Daten, wenn er mir sagt, ich soll diese löschen. Jetzt die Frage dazu im Konkreten, welche Daten betrifft das genau? Also betrifft das auch jetzt speziell für Makler und Vermittler im Versicherungsbereich, die
Gesprächsnotizen auf Papier in meinem Maklerverwaltungsprogramm, wo ich mir einfach persönliche Notizen zum Kunden gemacht habe, muss ich ihm auch diese Daten zur Verfügung stellen? Das sind zwei Sachen, die wir da klären müssten. Einerseits hat er das Betroffenenrecht, das muss man sicherlich heraussuchen, welche Daten sie über ihn erhoben haben. Ja. Und dieses Recht hat er einfach auch Kategorien von Daten, das würde man sagen, also Betroffenenrecht würde man natürlich auch antworten, jetzt nicht bis in die kleinste Kleinigkeit. Die zweite Frage ist, wenn sie dort Daten erhoben haben zu dem Kunden, waren sie doch dazu berechtigt? Das muss man mal ganz klar sagen. Also dürften Sie zu dem Kunden eigentlich auch Daten erheben, zum Beispiel welche Flasche Rotwein er besonders gerne trinkt? Eigentlich nein. Und deswegen würde ich mal davon ausgehen, man müsste erstmal sich forsten, welche Daten habe ich überhaupt zu dem Kunden und sind diese Daten, die ich dort habe, eigentlich rechtskonform? Weil dieses Betroffenenrecht hat er auch jetzt natürlich gehabt und auch später kann er es einfordern. Also dann haben wir so zwei Parts, in denen die wir da beantworten müssen. Also durfte ich die Daten überhaupt erheben, die ich dort habe? Und was teile ich ihnen mit? Aber natürlich hat er Betroffenenrecht, obwohl das nicht das muss man ein bisschen abwägen, welche Daten hat man von ihnen, wenn er arbeitet, auch mit Datenkategorien. Also sie müssen ihnen sozusagen nicht ihre gesamten Daten ausfüllen. Ja. Da müssen wir natürlich ein bisschen schauen, wie dieses Betroffenenrecht nachher wirklich auch ausgelegt und wahrgenommen wird. Aber man sollte schon darauf vorbereitet sein, dass man es tun könnte. Die viel spannendere Frage in dem Bereich wird dann natürlich noch sein, die Daten auch wirklich herauszurücken in dem Form. Das ist nämlich das Recht auf Datenübertragbarkeit. Und das kann sehr, sehr gut gelten, dass Sie auf einmal als Makler Daten herausrücken müssen von der einen Versicherungsgesellschaft für die zweite Versicherungsgesellschaft. Das heißt, Kundenwechsel soll leicht gemacht werden und Sie sind verpflichtet, Daten übertragbar sozusagen herauszurücken und dem Kunden zur Verfügung zu stellen, damit er es halt leichter hat, seine Daten beim nächsten dort einfliegen zu lassen. Das ist eine Sache, die hier, glaube ich, ganz passend wäre, die, gerade im Maklerbereich. Es wurde einfach, sagen wir mal, gedacht von Partnerbörse A auf Partnerbörse B oder von Online-Händler A auf Online-Händler B. Ja. Über Versicherungen wird das sicherlich auch ein Part werden, wo man schauen muss, ob die Software das überhaupt leistet, die sie denn da haben. Das heißt, es wird schon darüber diskutiert, welches Format ist, ob es eine CSV-Datei ist, eine PDF-Datei ist, eine Excel-Datei, also in welchem Format werden Daten bereitgestellt, um sozusagen den Betroffenen oder den Kunden dort zu erleichtern, zum nächsten zu wechseln. Aha. Das ist auch mit Datenschutzgrundverordnung beschrieben. Ne? Ja, ich versuche jetzt mal ein Praxisbeispiel zu bringen. Das würde bedeuten, dass der Kunde mir sagen kann, hallo Herr Jasper, du bist mein Versicherungsvermittler. Wir haben doch damals meine Gesundheitsangaben zu Versicherer A übertragen aufgrund des Antragsprozesses. Jetzt möchte ich bei Versicherer B ein ähnliches Produkt abschließen. Besorg mir doch bitte mal die Daten von dem Versicherer, damit ich die dorthin transferieren kann. Das könnte gut möglich sein. Also das Recht ist erstmal definiert in der Datenschutzgrundverordnung. Wie das jetzt ausgelegt wird, das wird spannend zu sehen, weil wir haben ja einfach noch nicht den Fall, dass es passieren sollte, aber so ist es angelegt. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, also einfach auch EDV-technisch. Ja, das nennt sich halt nicht auf Datenübertragbarkeit. Ne? Ja, und das muss doch datenschutzrechtlich dann irgendwie ja ausformuliert sein, dass ich überhaupt denn die Daten ja in dem Zusammenhang weitergeben darf, oder? Ja, dafür müsste er sich sozusagen natürlich derjenige erstmal ausweisen. Und es wird sicherlich auch noch zu klären sein, auf welche Daten ich herausrücken muss. Sind es nur die Daten, die der Kunde mir gegeben hat? Sind es die Daten, die jetzt während des Vertrages entstanden sind? Also da ist einfach noch keine endgültige Rechtsprechung, weil das Gesetz einfach noch nicht umgesetzt ist in dem Bereich. Aber das wird auf uns zukommen. Ob das jetzt sofort im Mai auf uns zukommt oder erst im nächsten Jahr Mai, das werden wir sehen. Aber das Recht auf Datenübertragbarkeit ist nicht so von der Hand zu weisen. Da werden sie einfach nur Lösungen etablieren müssen. Also auch der Kunde, sozusagen die neue Versicherungsgesellschaft, müsste mit diesen Daten erstmal was anfangen können. Also einfach Austauschformate. Wie definieren wir Austauschformate? Ja, okay, interessant. Jetzt haben wir schon dieses Thema, dass gewisse Dinge ja auch noch, wie Sie gerade sagten, ausformuliert oder beziehungsweise differenziert werden müssen, wie es genau gehandhabt werden soll. Jetzt hatte ich vor kurzem ein Gespräch mit einem Kollegen und der hatte mir berichtet, dass er bei seiner zuständigen Handelskammer, Industrie- und Handelskammer, angefragt hat, genau zur Datenschutzgrundverordnung. Und da wurde ihm dann salopp gesagt, so ein bisschen die Antwort gegeben, ja, machen Sie erstmal das, was Sie meinen, was Sie tun wollen. Wir wissen auch noch nicht so richtig, wie es am Ende dann in der Praxis aussehen wird. Wie sind denn solche Aussagen
zu bewerten von, ja, wenn ich jetzt als Unternehmer mich an meine zuständige Behörde wende und da auch noch gar keine konkreten Aussagen bekomme? Ich glaube, dann muss man ein bisschen aufpassen. Also es sind Detailfragen nicht geklärt. Grundlagen sind schon geklärt. Das heißt also, die Pflichten, die Sie übernommen haben, danach, also technisch-organisatorische Maßnahmen, das Aufbau eines Verfahrensverzeichnisses, Abschluss von ADV-Verträgen, es sind viele Sachen, die auch jetzt schon geklärt sind. Detailfragen, das Recht wird sich immer wieder ändern und wird sich noch klären müssen. Ja. Aber die Grundlagen müssen die auf jeden Fall jetzt schaffen. Denn wenn man keinen Nachweis hat von dem, dass man sich eigentlich um Datenschutz gekümmert hat, ist man natürlich schlecht beraten. Ja. Und wenn die Handwerkskammer oder Adelskammer, IHK, wer auch immer, wo er diese Nachricht herbekommen hat, dann sind die Kollegen da relativ schlecht aufgestellt, würde ich sagen. Denn so, also wie man also einfach zu denken, schiebt das Thema noch, weil nur gar keiner weiß, wie es ist. In bestimmten Details weiß niemand, wie es ist. Aber der Gro ist natürlich schon ganz klar. Nachweispflichten sind geklärt. Also Aufgaben des Unternehmens oder des Maklers stehen schon fest. Und die Behörde, also die prüfende Behörde wäre die Landesdatenschutzbehörde, abhängig von in welchem Bundesland man sich befindet. Mhm. Die können natürlich schon Nachweispflichten verlangen, sagen, okay, wie ist die Dokumentation dieser Bereiche? Und das sollte man auf jeden Fall tun. Ja, okay. Jetzt nehmen wir mal an, jeder Unternehmer hat ja in irgendeiner Form, wie gesagt, schon Datenschutzvereinbarungen in der Vergangenheit genutzt. Wahrscheinlich, ja. Setzen wir jetzt einfach mal so raus. Und typischerweise, gerade jetzt im Versicherungsbereich, ist ja häufig dieses Thema in der Datenschutzerklärung mit festgehalten, dass die Daten logischerweise an Dritte weitergegeben werden müssen, um überhaupt dieses Antragsverfahren durchzuführen. Ne? Also dass ich an den Versicherer das weitergebe, gegebenenfalls an einen Maklerpool oder an einen IT-Dienstleister. Muss ich dann zukünftig, wenn ich einen weiteren IT-Dienstleister, ich wechsle den Softwareanbieter oder ich nutze eine zusätzliche Software, die mir die Arbeit angenehmer macht, muss ich die dann zukünftig in meine Datenschutzerklärung mit aufnehmen. Aber wenn ich in diese Software dann auch Daten einpflegen möchte von Kunden, mit denen ich schon eine bestehende Verbindung habe, muss ich denen dann unmittelbar eine neue Datenschutzvereinbarung zukommen lassen und die mir gegenkannen lassen? Oder kann ich das dann einfach so fortführen? Nein, man muss ein bisschen aufpassen, aber das, was wenn Sie Software benutzen, das Leiden, das ist, weil Sie nutzen ein System, um die Daten zu pflegen. Das heißt, Sie müssten Ihren Dienstleister mit einem ADV-Vertrag oder in Zukunft heißt es bloß ein Auftragsverarbeitungsvertrag, also AV-Vertrag, einbinden und das müssen Sie aber dem Kunden ja nicht nachweisen. Dadurch, denn Sie haben mit Daten, der Kunde hat sozusagen die Datenschutzerklärung oder mit Ihnen und Sie Sie binden sozusagen mit diesem Auftragsverarbeitungsvertrag den externen Dienstleister an Sie. Sie überprüfen den. Er muss sozusagen sicherstellen, dass er in Ihrem Namen Daten so verarbeitet, wie Sie das selber machen würden. Und deswegen müssen Sie ihn darüber nicht informieren. Würden Sie diesen AV-Vertrag oder ADV-Vertrag nicht abschließen, dann müssten Sie natürlich den Kunden oder Mandanten erstmal fragen, ob Sie überhaupt die Daten dort speichern dürfen. Das ist sozusagen der Bereich. Wenn Sie die Verträge vernünftig abgeschlossen haben, dann müssen Sie den Betroffenen auch nicht informieren. Okay, also ich muss ihm nicht namentlich sagen, an welche Dienstleister ich seine Daten weitergebe, sondern nur, dass ich es tue und mit denjenigen, wo ich das bin, wo muss ich dann diese AV-Verträge haben. Na, wenn Ihren IT-Dienstleister, warum sollen Sie jemanden darüber informieren, mit welcher IT Sie arbeiten? Das müssen Sie nicht tun. Dafür haben Sie den AV-Vertrag abgeschlossen. Sie müssten nur etwas machen, wenn Sie Ihre Daten von mir an die Versicherungsgesellschaft weitergeben, aber dann haben Sie eine Rechtsgrundlage dafür, weil Sie einen Versicherungsvertrag haben. Dann treten Sie in der Fall nur als Mittler auf und dann ist natürlich auch die Rechtskonformität damit gegeben. Ansonsten würde es ja gar nicht funktionieren. Ja. Da ist wirklich dann die Frage, nutzen Sie die Kundendaten für sich noch einmal oder also für eine eigene Werbung, dann müssen Sie natürlich wieder ein Video mit sich selber machen oder nutzen Sie Kundendaten wirklich nur als Weitergabe hin dann für die Versicherungsgesellschaft, dann läuft das natürlich anders. Ja, okay. Eine Vereinbarung mit sich selbst, was muss ich mir da genau darunter vorstellen? Nein, nicht eine Vereinbarung mit sich selbst, sondern die Vereinbarung der Kunde sozusagen dann mit Ihnen.
ja, okay. Bereichen. Ne? Also so mhm. können wir es vorstellen. Wir haben ja zwei Parts. Einerseits, dass der Kunde von Ihnen betreut wird, und dann muss die Vereinbarung mit Ihnen getroffen werden, oder Sie als Vermittler für die Versicherungsgesellschaft, dann wäre es Ihrem Vertrag vielleicht nicht korrekt sein. Ja, okay. Das überschneidet sich natürlich sehr stark, ne? Weil wenn ich jetzt mit dem Kunden zusammen einen Versicherungsvertrag aufnehme, den an die Gesellschaft weiterleite, dann habe ich ja trotzdem die Daten in meinem Maklerverwaltungsprogramm und schicke dem Kunden vielleicht einmal im Jahr Geburtstagsgruß und vielleicht zum Ende des Jahres oder zum Anfang des Jahres eine Erinnerung zum Thema, lass uns einmal jährlich deine Versicherungsunterlagen überprüfen. Das heißt, für genau diesen Fall müsste ich dann einen AV-Vertrag mit dem Kunden machen. Nee, kein Abfallvertrag. Wir kommen mit dem Kunden eine Einwilligung. Der muss Ihnen die Einwilligung gegeben, den wir Auftragsverarbeitungsvertrag geht immer nur mit Ihren Dienstleistungen und externen Dienstleistungen, oder Sie würden für die Versicherungsgesellschaft abschließen. Aber wenn Sie die Kundendaten eben selber nutzen, eben um einen Kundenkontakt aufzubauen, dann bräuchten Sie eine Einwilligungserklärung, weil Sie haben ja keine Rechtsgrundlage dafür. Ja, okay, aber die braucht sich ja in der Vergangenheit auch schon. Das heißt, da hat sich in Anführungszeichen nichts verändert. Ja. Okay. In welcher, Sie haben das vorhin auch schon kurz angesprochen, dass ich ja nachweisbar festhalten muss, dass ich mich mit diesem Thema Datenschutz befasst habe. In welcher Form würden Sie denn raten, sollte man das tun? Ja, ich empfehle immer Datenschutzmanagementsysteme, also das heißt auch wirklich, wo Sie geführt haben, weil Sie haben mehrere Nachweispflichten. Einerseits müssen Sie halt den Nachweis haben der Sicherheit der Verarbeitung, das ist Artikel 5. Wo Sie einfach sagen können, okay, ich habe einen Nachweis dafür, dass ich arbeite, dafür müssten Sie die erstmal irgendwo dokumentieren. Das heißt, die technisch-organisatorischen Maßnahmen oder Sicherheit der Verarbeitung wäre schon schön, wenn Sie das irgendwo mal nachgewiesen hätten. Oder auch in dem Bereich, wenn Sie sagen, ich habe das schon mal aufgeschrieben, also ich könnte auf Fragen der Aufsichtsbehörde antworten. Das wäre der eine Part. Und der zweite Part wäre wahrscheinlich auch ein Verfahrensverzeichnis zu erstellen. Das heißt, Prozesse oder Verfahren, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden, dokumentieren. Und dieses Verfahrensverzeichnis hat eine gewisse Grundlage, die man sich herunterladen könnte oder sagen kann, das möchte ganz gerne die Aufsichtsbehörde sehen. So ist ein Verfahren beschrieben mit Zweck des Verfahrens, Löschfristen, welche Kategorien von Daten werden verarbeitet, welche Rechtsgrundlage habe ich, damit ich die Daten verarbeiten kann und so weiter und so fort. Da verbirgt sich schon ein bisschen mehr hinter. Das sollte man auf jeden Fall auch tun. Das sind halt zwei Hauptdokumentationspflichten, denen würde ich mich jetzt auf erstmal in allererster Zeit widmen. Ja, und muss ich dieses Verfahrensverzeichnis, ist das eine einzelfallbezogene Geschichte oder reicht es, wenn ich da meine allgemeinen Prozesse beschreibe? Ja, die Prozesse müssen bezogen auf die personenbezogenen Daten sein. Das heißt also das, wo ich personenbezogene Daten verarbeite, möchte der Gesetzgeber gerne wissen, wie ich das tue, warum ich das tue, wie lange ich sie aufbewahre und so weiter und so fort. Ja. Das gibt, wenn mehrere Prozesse kommen, die versucht man möglichst zusammenzufassen, dass man sie nicht zu detailliert macht, weil so ein Verfahren, das hier auch eine bestimmte Laufzeit hat, dann sollte man das wieder überprüfen, ob das eigentlich noch so konform ist. Man sollte am Verfahren nachweisen mit den TOMs, also mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen, dass das Verfahren auch sicher ist, dass die Speicherung sicher ist. So kann man sich das vorstellen. Ja, aber ich, worauf ich hinaus wollte, ist, ich muss halt die Art und Weise beschreiben, wie ich mit den Daten umgehe, wenn ich für einen Kunden beispielsweise eine private Krankenversicherung beantragen möchte. Oder muss ja, wenn Sie das, Sie beschreiben den Prozess in der Beantragung einer privaten Krankenversicherung, ja. Ja, okay, also ich muss jetzt nicht für Kunde A, B, C, D, E, also Nein, auf gar keinen Fall. Nein, nur den allgemeinen Prozess in der Firma natürlich, weil sonst das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Nee, genau, das wäre ja zeitlich dann irgendwann nicht mehr handelbar. Ne? Ja, gar nicht. Okay, jetzt taucht im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung ein Begriff auf, mit dem ich persönlich jetzt wirklich ehrlich gesagt noch nichts anfangen kann, und zwar Datenschutzfolgeabschätzung. Ja. Was genau heißt das oder könnte das heißen? Im Prinzip können wir uns vorstellen, wenn wir eben gerade über das Verfahrensverzeichnis oder über ein Verfahren gesprochen haben, dann sagt man, wenn das Verfahren jetzt hohe Risiken für den Betroffenen birgt, auf der Grundlage, dass dort Gesundheitsdaten verarbeitet werden, dass dort neue Technologien benutzt werden und so weiter und so fort, dann kann es gut möglich sein, dass eine Datenschutzfolgeabschätzung nötig ist. Das heißt, man versucht diesen Prozess, den man da hat, also dieses Verfahren nochmal genau unter die Lupe zu nehmen. Das heißt, man müsste also schauen, in welchem Bereich, wie sicher ist das, wie trifft wirklich keinen Schaden ein, wie hoch ist die Schadenswahrscheinlichkeit, dass der Betroffene einen Schaden davon hat, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, also eine Bewertung dieses Verfahrens soll stattfinden.
diese Datenschutzfolgeabschätzung ist also ein bisschen komplexer, als einfach nur das Verfahren zu beschreiben. Fällt aber jemand darunter, er muss eine Datenschutzfolgeabschätzung für sein Verfahren aufbauen, dann muss er zwangsläufig einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Das heißt, also eine Datenschutzfolgeabschätzung impliziert automatisch eine Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Das heißt also, ohne die Anzahl der Mitarbeiter, das spielt gar keine Rolle. Haben wir eine Datenschutzfolgeabschätzung, müssen wir einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Die Behörde wird zur Datenschutzfolgeabschätzung sozusagen nochmal Verfahren bis zum Mai öffentlich machen, welche auf jeden Fall eine Datenschutzfolgeabschätzung bedarf. Das heißt, so wie so eine Whitelist, und dann könnte man da auf der Seite der Behörden einfach nachgucken, bis jetzt ist die noch nicht öffentlich, dass man da mal nachgucken könnte, habe ich überhaupt Verfahren, die da drunter fallen. Also ich würde immer versuchen, möglichst zu sagen, wir haben so ein Verfahren nicht, weil wir automatisch einen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen. Ja, okay. Jetzt nochmal zum Verständnis. Muss ich, wenn ich als Versicherungsmakler mit Gesundheitsdaten meiner Kunden hantiere, bin ich dann automatisch verpflichtet, diese Datenschutzfolgeabschätzung? Würde ich abwarten. Ist noch nicht geklärt. Man kann sagen, okay, Gesundheitsdaten, nicht alle Gesundheitsdaten sind zwangsläufig, dass ich eine Datenschutzfolgeabschätzung machen muss. Da würde man fragen, welche Daten verarbeitest du, wie verarbeitest du die, also kann da irgendein hohes Risiko auftreten, also das bedarf einfach einer gewissen Bewertung dieses Prozesses. Und die Behörde wird halt bestimmte Prozesse, Verfahren automatisch schon sagen, die sehen so aus. Ansonsten obliegt das natürlich dem Makler selber. Oder es wird sich einfach später herauskristallisieren, welche Prozesse dafür geeignet sind. Ja, okay. Gut. Und das Verfahrensverzeichnis, das brauche ich auf jeden Fall. Ne? Also das sollte jeder für sich erledigen. Das hatten Sie gerade schon gesagt. Ne? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Also als Auftragsverarbeiter auf jeden Fall. Und die Makler haben auch viel mit sensiblen Daten zu tun. Das Verfahrensverzeichnis ist aber für die Behörde, für die Landesdatenschutzbehörden, ist das müssen sie niemand anderem zeigen. Ja, okay. Auch dass dieses Verfahren, weil zurzeit haben wir nach dem jetzigen Recht dieses öffentliche Verfahrensverzeichnis oder dieses Jedermannsverzeichnis, was manche schon auf der Webseite haben, das ist ja nicht mehr existent ab Mai, sondern dieses Verfahrensverzeichnis ist intern und das ist eigentlich für die Vorlage bei der Behörde gedacht. Ja, okay. Und da gibt es auch Vorlagen, hatten wir eben schon mal erwähnt, ne? Oder? Ja, da gibt es Vorlagen. Soweit Sie sich damit auskennen, wenn Sie noch nie was von Datenschutz gehört haben, wird es auch schwierig sein, natürlich diese Vorlage auszufüllen. Aber da würde man Vorlagen haben. Also zum Beispiel die Datenschutzbehörde Mecklenburg-Vorpommern hat so ein Verfahrensverzeichnis auf ihre Webseite gelegt und da könnte man sich so eine Word-Datei runterladen und dann schauen. Ich finde das noch nicht hundertprozentig plausibel. Ich würde es besser finden, man hätte eine Software, so ein Datenschutzmanagementsystem, was ich propagiere, wo sagen, dann ist es ein bisschen geführter, als sich jetzt Word-Dateien aufzumachen und versuchen, das irgendwie da auf die Reihe zu kriegen. Ja, das stimmt. Okay. Noch einmal zu der allgemeinen Datenschutzerklärung. Können Sie ein paar Stichpunkte nennen, wo die entscheidenden Unterschiede zu der bisherigen Regelung im Bundesdatenschutzgesetz liegen? Also eins ist halt recht neu, das ist halt dieser Part mit den Kindern, das muss man ganz klar sagen, das heißt, dass man darauf hinweisen würde, das würden die Makler wahrscheinlich auch tun, dass sie halt keine Daten von Kindern nehmen wollen, das hat man wahrscheinlich schon gesehen. Mhm. Ansonsten müssen wir mal gucken, dass im Prinzip die Datenschutzerklärung soll halt darauf hinweisen, wie wir arbeiten, das heißt, alle Tracker, alle Bereiche, was sie intern nutzen, alle Analyse-Tools müssen dort geklärt sein, nicht mehr und nicht wenig. Weniger auf der Webseite, also man sollte wirklich schon schauen, was hinterliegt denn mein CRM-System überhaupt für ein Tracking-Tool zum Beispiel. Also weiß ich alles, was da auch zu sehen ist. Also hat da jemand schon mal einen Webseiten-Scan gemacht und könnte sagen, aha, das sehe ich da und du hast gar nicht darauf hingewiesen. Das ist ein Bereich dann natürlich Transparenzpflicht, Widerspruchsfristpflicht. Wer ist der Datenschutzbeauftragte? Welche Landesdatenschutzbehörde ist dafür zuständig? Und so weiter und so fort. Da sind so ein paar Bereiche, sollte also vernünftig aufgeklärt sein, auch in der Datenschutzerklärung zu sagen, ich informiere dich darüber, was tue ich mit deinen Daten. Ja, wenn ich weniger als 10 Mitarbeiter habe, brauche ich keinen externen Datenschutzbeauftragten, das ist richtig, ne? Ja, man sagt also, ja, das ist immer so halb richtig, wenn wir ganz ehrlich sind. Dann wir sagen, okay, wir erstmal laut Datenschutzgrundverordnung bräuchten Sie das gar nicht. Also dieser Datenschutzbeauftragte wird nicht entschieden aus der Datenschutzgrundverordnung heraus, sondern aus dem BDSG neu. Das heißt also, das wird vor allen Dingen in Deutschland gelten. Da gibt es sozusagen zu Artikel 37, was nur, dass die Datenschutzgrundverordnung beschreibt, den Paragraph 38, da steht das drin. Und da sind diese 10 Personen
außer er würde, ich kann das mal kurz vorlesen, weil ich mir das schon gedacht habe, die verarbeiten personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zwecke der Übermittlung, der Anonymisierung, Übermittlung und Zwecke und Meinungsforschung und so weiter und so fort, wenn sensible Daten verarbeitet werden. Dann bräuchte man auch einen Datenschutzbeauftragten mit weniger wie 10 Personen. Da würde ich mal den Makler nicht unbedingt drunter zählen, aber minimal, sagen wir, ab 10 Personen sollte auf jeden Fall ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden. Ja, okay, gut. Das heißt, es wird nicht unterschieden zwischen extern oder es gibt überhaupt einen, sondern... Das ist dabei auch egal. Und bei den 10 Personen sind auch 10 Personen Köpfe gemeint, nicht festangestellte. Okay, das heißt, auch freiberufliche Mitarbeiter zählen dazu. Also alles, man sagt alle, die sozusagen zugeordnet sind in diesem Bereich, da, also ob Azubi, ob 450 Euro Kraft, also Köpfe, die sozusagen an der automatisierten Datenverarbeitung teilnehmen. Das ist aber schneller erfüllt, als man denkt, weil sie nun kommunizieren natürlich mit E-Mail, sie kommunizieren auf einem EDV-System, dann findet das schon statt. Und sagt man, okay, ab 10 Personen ist ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen. Und die Makler verarbeiten einfach auch sehr sensible Daten. Und wenn wir eben sagen, okay, das ist schon geschäftsmäßiger Zweck, die Übermittlung, denn sie übermitteln ständig geschäftsmäßig an ihre Versicherungsgesellschaften. Sie sind ein Mittler der Daten. Ja. Da hat sich bis jetzt noch keiner aus dem Fenster gewagt, aber es kann auch gut möglich sein, dass der Datenschutzbeauftragte, dass man sagt, okay, das wäre eigentlich sinnvoll, dort auch schon ein kleines Unternehmen dazu Datenschutzbeauftragten zu stellen. Zurzeit ist es aber noch nicht raus, zurzeit nehmen wir die 10 Personen. Ja, okay. Noch einmal abschließend, zählen zu diesen 10 Personen auch, das ist ja im Maklermarkt üblich, auch Handelsvertreter. Also wenn ich als Makler mir einen ja, in Anführungszeichen selbstständigen Vertreter einstelle, der für mich arbeitet? Ich würde sagen, ja. Und aus dem Grund, weil sie mit ihm ständig kommunizieren. Ja. Und im Prinzip ist er wahrscheinlich wichtiger wie der Hausmeister, der maximal Outlook hat, den wir eingestellt haben. Also für mich wäre das ja gerade dieser Kommunikationsweg von Adressdaten, von Kundendaten, Übermittlungsweg, auch wenn der freiberuflich, da müsste man sich gucken, wie freiberuflich er dargestellt ist, ansonsten müssen wir mit ihm einen ADV-Vertrag abschließen. Ja, genau. Das kann auch gut möglich sein. Ja, jetzt würde ich gerne mit Ihnen einmal eine typische Struktur im Versicherungsmarkt, würde ich jetzt gerne mal mit Ihnen durchgehen. Wir haben ganz oben das Versicherungsunternehmen. So. Ja. Dann kommt nicht selten in der Ebene darunter ein Versicherungsmaklerpool oder eine Genossenschaft, eine Einkaufsgemeinschaft jeglicher Art. Darunter ist dann der Versicherungsmakler und darunter wiederum Angestellte oder Handelsvertreter, sonstige Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, wir haben insgesamt 4 Positionen. Auf welchen oder in welchen Verbindungen müsste jetzt ein Auftragsverarbeitungsvertrag? Im Prinzip ist der in meinen Augen eigentlich schon von der Versicherungsgesellschaft zum Maklerpool. Weil der Maklerpool ganz klar als Auftragsverarbeiter dort agiert. Der endgültige Vertrag wird ja geschlossen zwischen Kunde und Versicherungsgesellschaft. Richtig, ja. Aber der Kunde sollte ja auch darüber wissen, über welchen Maklerpool denn das ganze Ding erfolgt in diesem Bereich. Und dafür müsste eigentlich der Maklerpool schon mit der Versicherungsgesellschaft den Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Und dann müsste der Maklerpool mit den Maklern den AV-Vertrag abschließen. Weil in diesen Auftragsverarbeitungsverträgen müssen auch alle Unterauftragnehmer aufgeführt sein. Das heißt, dass der Betroffene eigentlich wissen sollte, wer denn in dem Prozess seine Daten hat. Okay. Und der Makler macht mit seinem Kunden eine Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung, so wie man es aus der Vergangenheit schon kennt. Und dann haben wir die Wertschöpfungskette sozusagen abgedeckt. Genau, dann würde der Makler würde sagen, okay, ich möchte dich lieber Kunde betreuen, unabhängig von der Versicherungsgesellschaft. Also will mit dir natürlich ein eigenes Kundenverhältnis aufbauen. Dann müsste man sagen, okay, dann wäre natürlich gut, wenn du auch einwilligen willst, dass ich dir einen Brief schreiben kann, dass ich weiter mit dir in Kontakt bleiben kann, unabhängig von dem Vertrag, den wir jetzt mit der Versicherungsgesellschaft geschlossen haben. Ja, genau. Muss der Kunde diesen Vertrag mit der, den ich mit dem Pool beziehungsweise über den Pool mit der Gesellschaft habe, muss der Kunde Das ist nichts für den Betroffenen. Das ist einfach zur Absicherung dessen, das ist nicht für den Kunden wichtig. Also er muss darüber nicht informiert sein, sondern der Kunde soll, Sie schließen die Verträge ab. Mit dem Kunden gibt es nur eine Einwilligung, keine Aufbauverträge. Die haben damit gar nichts zu tun. Ja, okay. Wir haben es eben schon mal kurz angerissen, dieses Thema. Die EDV-Dienstleister, mit denen ich
zusammenarbeite, beziehungsweise die, deren Dienste ich nutze. Ich sage jetzt als Beispiel mal Microsoft Outlook oder irgendwelche Kalender-Apps oder Projektmanagement-Tools im Internet auf Browserbasis. Muss ich die alle namentlich nennen in meiner Einwilligungserklärung für die Datenschutz? Nee, warum? Nee. Also eigentlich gar nicht. Sie müssen sie dort eigentlich, die tauchen dort nicht auf und da muss man auch schauen, wer hat Zugriff. Sie müssen dann sagen, Sie haben natürlich einen Web-Provider für die Webseite, mit dem müssen Sie halt einen AV-Vertrag abschließen, weil ja der Provider Zugriff haben könnte. Ja. Mit Microsoft müssten Sie sagen, Sie haben 365, Sie haben eine Cloud-Lösung von Microsoft, also Microsoft Azure oder irgendetwas in diesem Bereich oder Microsoft 365. Ja. Dann wäre schon schön, wenn Sie mit Microsoft diesen AV-Vertrag abschließen würden. Das Gleiche gilt für Google Business und solche Sachen. Und natürlich dann mit Ihren auch externen Dienstleistern im IT-Bereich. Auch dort gehört einfach ein AV-Vertrag, weil die natürlich Zugriff haben könnten auf die Daten von Ihnen. Und mit denen sollten Sie schon diesen AV-Vertrag abgeschlossen haben. Okay. Und gut, darüber lege ich mir dann ein Verzeichnis an, mit welchen Anbietern ich diese Verträge geschlossen habe. Okay. Jetzt habe ich noch ein spezielleres Thema, und zwar ist es ja so, dass viele Marker jetzt nach und nach auch das Thema Online-Marketing entdecken. Und bisher ist es ja im Online-Marketing so üblich, dass ich meine Webseite über eine Landingpage, über eine Google-Anzeige oder wie auch immer Besucher auf meine Webseite hole und sie und dann im Tausch gegen deren E-Mail-Adresse, beispielsweise einen regelmäßigen Newsletter oder einen Download, irgendein E-Book als Download anbiete. Da habe ich jetzt gehört in einem anderen Zusammenhang, dass das zukünftig aufgrund der Datenschutzgrundverordnung so nicht mehr möglich sein soll, weil der konkrete Zweck nicht klar ist, wofür ich diese E-Mail-Adresse nutze. Ja gut, das müssen wir auch wieder unterscheiden. Also das wird die E-Privacy-Verordnung regeln. Die sollte auch zum Mai in Kraft gesetzt werden. Die wurde auch nochmal geschoben, weil es einfach noch nicht ganz klar ist. Also wie gesagt, wäre sie in Kraft getreten, hätten wir Online-Marketing fast gar nicht mehr machen können. Deswegen, die wird wahrscheinlich Ende 2018, Anfang 2019 kommen, die E-Privacy-Verordnung. Die schreibt oder setzt sozusagen die Datenschutzgrundverordnung online um. Als Grundgedanke könnten wir sagen, das, was nicht gilt, ist Opt-out. Das heißt, man sollte Doppel-Opt-in haben, also der Kunde soll vorher sagen, er will. Das heißt, Sie können ihn nicht bewerben mit einer E-Mail, mit einem Anruf, ohne dass er eine Einwilligung hätte. Ja. Das ist der jetzige Stand und das ist natürlich schon ziemlich schwierig, natürlich da Werbung zu machen, wenn man keine Plattform mehr hat für Werbung. Das Einzige, wo ich sozusagen Werbung machen könnte, ohne vorherige Einwilligung, ist die Briefwerbung. Dort gilt Opt-out. Das heißt also, ich kann einen Brief schicken und wenn am Briefkasten nichts dran steht, dass keine Werbung rein soll, dann darf die dort reingesetzt werden. Und Briefwerbung ist erlaubt. Elektronische Medien, also Telefon, E-Mail ist ohne Einwilligung nicht erlaubt. Das ist der jetzige Stand. Ob das jetzt wirklich so bleibt oder welche Ausnahmen da existieren würden, da kann jetzt jeder irgendetwas erzählen. Entschieden ist da leider noch nichts. Und daher müssen wir erstmal schauen, wie wir da für die Zukunft dann für die Vertriebswege aufbauen. Ja, okay. Das heißt, konkret, erzeuge auf Facebook Interesse an meiner Webseite. Ein willkürlicher Nutzer klickt auf diesen Link, landet auf meiner Webseite und ich sage ihm da, hallo lieber Besucher, schön, dass du da bist. Wenn du regelmäßig von mir hören willst, was ich zu sagen habe, trag dich hier in mein Newsletter ein. So, dann kriegt er die Double Opt-in-E-Mail und er klickt diese auch. In dem Moment ist alles wie früher und ich darf ihm dann auch regelmäßig E-Mails schicken. Dann, wenn Sie Erlaubnis haben, ja, dann muss man natürlich toll aufpassen, dass wir bei dem Bestätigungslink nicht schon Werbung reinpacken, sondern wirklich nur rein sagen, okay, das würde ich natürlich haben. Dann ist aber Double Opt-in erfüllt und dann können Sie natürlich, dann hat er erst dem Newsletter zugestimmt. Ja, okay, gut. Für restliche Sachen muss man ganz stark aufpassen. Also, wie weit kann man das eigentlich treiben? Also, was dürfte man nicht noch fragen? Aber wenn Sie eine Einwilligung haben dafür, die Einwilligung wurde dokumentiert, das heißt, er könnte auch einen Widerspruch oder eine Löschung beantragen, dann ist das von der Warte in Ordnung. Dafür gibt es aber auch gute Tools für Newsletter. Wenn man so, glaube ich, so ein gutes Tool benutzt, dann sollte das auch funktionieren. Ja, genau. Also, da gibt es ja die gängigen Anbieter. Und gut, dann ist da auf jeden Fall noch Verwirrung im Markt, würde ich sagen, weil, wie gesagt, da habe ich in einem anderen Interview gelesen oder gehört, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, dass das in der Form nicht mehr gehen wird, weil man irgendwie konkret
sagen muss, wofür jetzt in diesem Fall die E-Mail-Adresse genutzt wird. Und allgemein. Das sagen Sie ja. Sie sagen genau, für den Newsletter. Ja. Und damit ist es in Ordnung. Sie dürfen es dann aber auch nicht für 4000 andere Sachen benutzen. Das ist schon klar. Ja. Okay. Ja gut, wobei, wenn ich jetzt, also ich kann ja, die Inhalte des Newsletters sind dann natürlich ja variabel, ne? Da haben Sie, muss ich auch sagen, da haben Sie auch ein berechtigtes Interesse. Sie haben ein berechtigtes Interesse, Umsatz zu machen, Neukunden zu generieren und so weiter und so fort. Das ist eine Frage, wie, man muss es auch gegeneinander abwägen. Wir können nicht sagen, wir dürfen gar nichts mehr, sondern also ein Part, um sozusagen auch Datenschutz oder Personenbezogene zu erheben, ist halt auch das berechtigte Interesse. Und ein berechtigtes Interesse, das ist, sollte man nicht so hernehmen, aber man muss schon überlegen, dass man natürlich Lösungen findet, weil die, es kann ja nicht sein, dass Sie jetzt keine Neukundengeschäfte mehr machen wollen oder können. Nur wegen Datenschutzgrundverordnung. Die rechtliche Ausgestaltung im Online-Bereich wird die Privacy-Verordnung sein, die tritt aber noch nicht in Kraft. Sondern die kommt wahrscheinlich erst Ende des Jahres. Da wird das ein bisschen konkreter sein. Okay. Gut. Dann die letzte Frage. Es gibt ja dann die ein oder anderen, der so ein bisschen resignierend auf dieses Thema zugeht. Was ist denn, also auf was muss ich mich einstellen, wenn ich jetzt sage, boah, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich lasse es einfach darauf ankommen und mache weiter wie bisher. Ja, auf einen Bußgeldrahmen von 20 Millionen Euro, kann ich dazu nur sagen. Und wobei da verbundene mit den Unternehmen genommen werden und wenn die 20 Millionen Euro nicht ausreichen sollten, 4% des weltweiten Jahresumsatzes. Und ich glaube, das ist auch total das Hauptthema, warum einfach diese, warum man Datenschutz nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ob dieser Bußgeldrahmen sofort ausgeschöpft wird, das sei dahingestellt, aber ich denke, für einen Makler sind selbst 1% von diesem Bußgeldrahmen, weiß Gott, genügend Geld. Denn es wären ja 200.000 Euro. Ja. Und 200.000 Euro ist nur 1% des Bußgeldrahmens. Das heißt, wenn die Behörde sagt, okay, du bekommst jetzt nur 1% von diesem Bußgeld, dann liegen wir bei 200.000 Euro. Also gar nichts zu machen, da glaube ich, würde auch die Behörde sagen, das geht nicht. Wir haben hier eine rechtliche Vorschrift, wir haben einen Bußgeldrahmen, der gilt europaweit. Wir müssen hier auch ein Bußgeld verhängen, denn Frankreich hat das auch getan bei seinen Unternehmen oder Spanien hat das auch getan oder wer auch immer. Und wenn wir das nicht tun würden, ist es ja fast wie eine Subvention der deutschen Unternehmen. Also wer wird sich das einpegeln? Nichts zu tun, glaube ich, ist nicht der richtige Weg. Ja, okay. Und was die Deadline angeht, also sollte man jetzt wirklich dann auch ganz genau diesen 25. Mai nehmen oder sollte man sich da auf jeden Fall jetzt sagen, okay, in den nächsten Wochen, vielleicht mit einer kleinen Karenzzeit darüber hinaus, will ich das geregelt haben oder sollte jeder, der jetzt, ja, bei dem droht, dass es bis 25. Mai nichts mehr wird, sollte der jetzt langsam anfangen, unruhig zu schlafen? Das unruhig schlafen weiß ich nicht, man sollte sagen, ich bin im Prozess. Also die Datenschutzbehörden werden nicht sofort Bußgelder, Abmahnung, das gleiche noch aussagen, wenn man nachweisen kann, dass man im Prozess ist, dass man sich der Sache gestellt hat. Im Prozess bedeutet, wenn man bewertet, man muss überlegen, wie macht man es am besten. Aber man hat sich darüber Gedanken gemacht. Ich habe schon mal aufgenommen, was habe ich eigentlich, wie gehe ich heran? Dann ist auch, dann haben sie es ja. Zwar noch nicht fertig, aber sie sind im Prozess und haben eigentlich im Prinzip das, was erstellt wird. Wenn sie gar nichts tun, dann ist es natürlich viel schlimmer. Dann würde ich ein bisschen unruhiger schlafen. Ja, jetzt könnte man ja auch vermuten, dass gewisse Rechtsanwaltskanzleien einfach nur darauf warten, dass der 25. Mai verstreicht und dann hagelt es die Abmahnung aufgrund von fehlerhaften Datenschutzerklärungen auf Webseiten und Co. Würde mir dann auch dieser laufende Prozess, dass ich einfach belegen kann, ich bin noch dabei, ich kann auch belegen, das und das habe ich schon geregelt und das ist noch in Klärung. Reicht das oder muss ich zumindest meine... Das glaube ich nicht. Weil dann ist es ja kein Bußgeldrahmen, der von der Behörde kommt, sondern dort sind es ja ganz andere Ansprüche. Sind nämlich die Ansprüche der Betroffenen. Nur ist die Frage, ob würde ich schon Rechtskanzlei, also die Abmahnanwälte abmahnen auf der Basis, dass in der Datenschutzerklärung irgendwas nicht stimmt, wenn sie gar keine haben oder vom ersten Blick halt nicht ausreichen. Sie verweisen, also einfach nicht auf die Tracking-Module. Wenn das ganz klar ist, dann denke ich mir, haben die eine große Chance. Wenn das einfach Spitzfindigkeiten sind, dann müsste auch der Anwalt natürlich erstmal klagen. Und darauf hat der Abmahnanwalt keine Lust. Ja, okay. Das heißt, aber also da würde ich aufpassen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt Google Analytics nutze für meine Webseite und das nicht richtig ausgewiesen habe, dann muss ich mir da auf jeden Fall Gedanken machen. Ansonsten bin ich da erstmal
nicht in ich würde auch sagen, im Google Analytics ein typisches Beispiel, ich habe darauf verwiesen, die IP-Adresse anonymisiert, ich habe mit Irland den Vertrag gemacht, den ich ja machen muss, also ich müsste bei den Google Analytics-Vertrag an Irland geschickt unterschrieben, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Ja. Aber ich muss halt wirklich viel mehr wissen. Und auch wenn Sie Google Analytics einfach etwas reinsetzen und ja, Sie belehren darauf und dann würde irgendjemand herausfinden, dass Sie gar keine Vertragsgrundlage haben, dann ist das genauso falsch. Also zu denken, das ist halt nicht sehr einfach, dieses Thema, muss man mal ganz klar sagen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt mal so stehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da Rückfragen kommen aus der Zuhörerschaft. Die würde ich dann, wenn Sie die Erlaubnis geben, vielleicht auch einfach an Sie weiterreichen dann später. Ja, gerne. Ja. Und ich bedanke mich für die Zeit. Es ist ein ziemlich komplexes Thema, muss ich sagen. Wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde gesprochen und in meinem Kopf sind immer noch ohne Ende Fragen oder tiefgreifendere Fragen, wie man Verständnisfragen stellen könnte. Aber ja, ich glaube, viele Dinge werden sich dann wahrscheinlich auch einfach beim Tun in der Praxis dann irgendwann erledigen und aufklären. Ja, aber die wichtigste Aussage ist ja, dass keiner sich jetzt auf die lange Bank legen sollte, sondern jeder sollte sehen, dass er da dieses Thema für sich regelt. Ja, genau. Gut, Herr Professor Glende, dann vielen Dank für die Zeit und bis bald. Prima, ich bedanke mich auch. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info@vertriebsansatz.de. Bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.